Hallo meine Lieben, heute gibt es schon mal das allererste Video, das mal kein Hörbuch ist. Und zwar handelt es sich hier um ein kleines Timelapse-Video zu einem Illustrationsauftrag, den ich bekommen habe. Und zwar von dem lieben Marcel. Den Kanal könnt ihr auch hier in der Verlinkung finden, beziehungsweise in der Beschreibung des Videos unten. Und jetzt erzähle ich euch einfach mal ein bisschen, was so meine Gedanken waren, beziehungsweise die gesamten Gedanken des Bilds hier, das ich illustriert habe. Also erstmal ist Marcel auf mich zugekommen und hat so nachgefragt, ob es möglich wäre, da ein Bild zu machen, das ihn so darstellt mit Blättern und dass diese Blätter sind seine Haare und die Balalaike sollte auch mit dabei sein und die Haut, da wäre es richtig cool, wenn da ein paar Rinden mit dabei wären. Von der Haltung her sollte alles irgendwie etwas friedlich wirken, etwas gesetzt und ruhig. Ja, und mit diesen Informationen habe ich mich dann hingesetzt und ein paar Sachen ausprobiert. Die hin und her geschickt, mal nachgefragt, was so gut ist und was nicht gut ist und was funktioniert. Und da haben wir zusammen einfach rumprobiert. Und was ihr hier jetzt schon sehen könnt, ist der direkte Aufbau, wie ich das Ganze angegangen bin. Also am Anfang habe ich mich hingesetzt und eben Skizzen ausprobiert. Das hin und her geschickt, wie ich das schon gesagt habe. Und als dann das eigentliche Bild sozusagen stand, als die Idee stand, habe ich mich dann nochmal hingesetzt und das Ganze mit dem Rotstift nachgezeichnet und eben so abgepaust, dass es genau so ist, wie wir es so eben geplant hatten. Dieses Bild habe ich mit Tusche nachgezeichnet, dazu kamen unterschiedliche Stärken von Micron-Tuschstiften zum Einsatz und danach wurde es schon Zeit für das Aquarell. Da war besonders auch die ganze Farbe wichtig, welche Farbe zum Einsatz kommen soll, welche Grundtöne da sind und in welcher Komposition sie zusammenwirken. Bei einem Musikinstrument der Balalaika war das natürlich nicht besonders schwierig. Da war ein besonders grundierter Braunton sehr ausschlaggebend. Und für die Blätterhaare war es eher klar, dass es natürlich ein Grün sein sollte. Natürlich stellt sich auch die Frage, welche Arten von Grün hier zum Einsatz kommen. Und da habe ich eben rumprobiert, da habe ich mich hingesetzt, die ganze Skizze mehrmals ausgedruckt und ich habe einfach verschiedene Farbkompositionen ausprobiert. Die ganzen Sachen habe ich auch Marcel geschickt, die hat er sich angeschaut und dann seine Meinung dazu gesagt. Ganz zum Schluss könnt ihr auch noch sehen, dass ich dann nochmal mit Tusche rübergegangen bin und mit Aquarell. Das war dann sozusagen der allerletzte Feinschliff für das Bild. Ein wichtiger anderer Punkt war natürlich auch die Komposition selber. Was steht wo? An welchem Platz ist die Balalaika? Welche Haltung soll Marcel auf dem Bild denn genau einnehmen? Und so weiter und so fort. Das sind eben alles Fragen, die sich automatisch dann klären, wenn man verschiedene Versionen eines Bilds anfertigt und eben rumprobiert. Da ist Kommunikation super wichtig und das A und O der ganzen Sache. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Marcel für diesen tollen Auftrag bedanken. Das Ganze hat sehr viel Spaß gemacht. Und für euch, an euch, möchte ich die Frage stellen, hat euch das gefallen, was ihr hier gesehen und gehört habt? Und würdet ihr gerne auch vielleicht mehr in Zukunft davon sehen? Das könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben oder hier auch eben, wie ihr es schon gewohnt seid, rechts oben abstimmen. Damit weiß ich besser, was euch gefällt und was sich schlussendlich wirklich lohnt, hier auf YouTube zu zeigen. In Zukunft sollen natürlich nicht nur Timelapse-Videos kommen, sondern auch andere Sachen zu Storytelling, zu Hörbuchgestaltung und so weiter und so fort. Da sitze ich gerade dran, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, das Ganze war unterhaltsam und informationsreich und damit wünsche ich euch schon jetzt eine wunderschöne Woche. Schuhu und bis bald.